Tag, heute ist Samstag, der 16.01.2016. Richtig? Ja. Jetzt mal ein paar Fotos machen, die Runde lassen wir hier. Dafür nehme ich meine Drohne mit. Bin mir noch nicht sicher, ob ich sie überhaupt fliegen lasse und so, aber ich nehme sie erstmal mit. Muss erstmal gucken, wie da aussieht und wie viele Leute unterwegs sind. Denn ich bin mir nicht sicher, ob es erlaubt ist, dort mit Drohnen zu fliegen. Ziel erreicht. Sieht ruhig aus, aber da das Wetter schön ist, könnte da was los sein. Bevor man losfährt, immer das Equipment checken. Erst recht, wenn man mit einer Drohne von DJI unterwegs ist. Denn der Akku war hundertprozentig geladen. Hab meine Akkus immer geladen. Aber eben als ich sie auspackte, war er leer. Vom Rumliegen. Scheiße. Wir haben beschlossen, dass wir heute Nachmittag wahrscheinlich nochmal herfahren, damit ich zu meinen Aufnahmen mit der Drohne komme. Es wird doch ein bisschen ärgerlich, wenn ich hierher fahren bin und dann die Drohne mitschleppe und gar nichts mit aufnehmen kann. War natürlich nicht der Hauptgrund, warum wir hierher fahren sind. Und wir können immer noch mal irgendwann herfahren, wenn nicht, aber ja, ein bisschen ärgerlich trotzdem. Und vielleicht ist das Wetter heute Nachmittag auch noch schön. Ach, ich ärgere mich. Die Bedingungen waren echt optimal zum Drohnen fliegen lassen. Ich habe gestern noch drüber nachgedacht, packst du nochmal aus, guckst du nochmal nach und so. Aber ich war mir hundertprozentig sicher, ist geladen und war es auch. Aber die müssen sich halt entladen haben. Ja, ein bisschen ärgerlich. Wenn wir Glück haben, hält sich das Wetter und vielleicht fahren wir nachher nochmal her. Wir starten jetzt nochmal einen neuen Versuch, weil ich cleverer Junge, ja, nicht überprüft habe, ob die Akkus alle voll sind. Wie befürchtet sind die Wetterbedingungen jetzt nicht mehr ganz so schön. Die Sonne ist weg, leider. Aber wir machen es jetzt trotzdem. Thank you.
So, fertig, Glück gehabt, alles aufgenommen. Ja, die Drohne ist geflogen, ist nicht abgestürzt. Zum Glück nicht im Wasser. Ja, zum Glück nicht im Wasser. Wasser wäre Katastrophe, weil dann hätte ich nur noch winken können. Dann wäre sie weg gewesen. Reingegangen weg nicht, egal. Okay. Ja, auf keinen Fall. Wofür bin ich im Fokus? Weiß ich nicht genau. Sieht komisch an, der Fokus. Naja, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt in Polen ist mit Drohnen fliegen. Müsste ich mir den mal schlau machen. Ansonsten kann man hier schön Praxis üben. Bei uns in Deutschland ist ja nicht mehr so einfach. Oder was heißt, noch geht's ja, aber soll ja, oder die überlegen ja schon, ob es schlimmer wird. Mit Drohnenführerschein und all so eine Sachen. Und ich finde, das Schlimme ist, dass du als Privater, der privat nutzt und damit so ein bisschen rumspielt, weniger Auflagen hast, als wenn du es beruflich nutzt. Und eigentlich müsste es genau andersrum sein, weil jemand, der seine Drohne beruflich nutzt, der wird vorsichtiger damit umgehen und besser darauf aufpassen, was er damit macht. Meistens hat er ja sogar eine bessere, als jemand, der privat ein bisschen rumeiert und das erste Mal damit spielt. Der achtet da nicht so drauf wie so ein Professioneller, sag ich mal, der damit wirklich sein Geld verdient. Von daher sollten eigentlich diejenigen, die beruflich nutzen, weniger Auflagen haben. So, ich muss vorsichtig laufen, sonst rutsche ich hier aus. Geht ja so nur ohne Kante. Wenn die jetzt wegrutscht, landet sie dir vom Auto. Ja, aber die passen alle mal nicht auf. Scheuer. Oh, das muss ich rausschneiden. Darf ich nicht dran lassen. Den Huckel? Nee, dass sie bescheuert sind. Oder wenn die uns anhalten. Ich habe nicht mehr Papiere bei. Dann musst du sehen, wie du nach Hause kommst. Mit meinem Salafistenbart, das ist sehr gefährlich. Keine Papiere bei zu haben. Das ist jetzt Schierbutterteig mit Tomatenmark und getrocknete Tomaten. Jetzt muss der Teig gleich nochmal in den Ofen gehen. Bei 30, 40 Grad. Ist unser Brot ja gleich fertig. Was trinken wir jetzt eigentlich? Schon wieder. Du hast einen total schlechten Einfluss auf mich. Ich trinke schon wieder Alkohol. Eigentlich, wann habe ich gesagt? Gestern, oder? Nie wieder Alkohol? Im Vlog von gestern? Also von, ja. Naja, egal. Also bevor ich wieder voll bin. Naja, passiert nicht. Ne, bevor das Brot fertig. Aber vorher beende ich dieses Video schon mal. War ein sehr schöner Tag, Simone. Leider der letzte, den du ganz nicht da bist. Morgen fährt sie wieder zurück, meine Schwester. Die Dena nimmt sie wieder mit. Die Cookie bleibt hier. Ich sag's dir nur. Gut. Ich So, und ich setze mich gleich ans Video. Irgendwas wollte ich noch sagen, ist mir gerade entfallen. Von daher sage ich jetzt nur noch eins, und zwar vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ein ganzes Blechkuchen für mich, also für uns meine ich natürlich, ne? Für dich.